Hallihallo und guten Tag. Meine Lieben, meine Themenwoche startet und die Themenwoche dreht sich mit 5 Projekten rund um Stempelsets, die jetzt in, lasst mich kurz gucken, 2 Wochen das Sortiment verlassen werden. Das sind nämlich alle Sets, ich glaube alle, die ich mir rausgesucht habe, sind aus dem jetzt im Moment noch gültigen Jahreshauptkatalog, um die noch ein bisschen in Szene zu setzen, weil da sind wirklich wunderschöne Sets drin, die aber leider nicht übernommen werden, weil eben neue, total tolle Sachen kommen. Um das jetzt noch ein bisschen in Szene zu setzen, habe ich mir überlegt, ich mache noch eine Themenwoche mit Kartenformaten. Kartenformate sind immer toll, die kann man immer super gebrauchen zu allen möglichen Anlässen. Ich habe mir 5 Stück rausgesucht, beziehungsweise habe mich teilweise inspirieren lassen und teilweise auch selbst gestaltet. Dieses Projekt geht um perfekter Geburtstag. Da habe ich ganz viele Stempel rausgenommen und habe diese Karte kreiert. Und was das hier ist, zeige ich euch gleich. Das hier ist eine, ich habe sie genannt, dreifach Pocketkarte, also ein bisschen Denglisch daraus gemacht. Inspirieren lassen habe ich mich von Wendy Crawford, die gerade eine Threefold Pocketcard, glaube ich, allerdings in einem größeren Format gemacht hat. Ich fand das ein bisschen zu groß, deswegen habe ich das Maß verändert. Sie hat es mit einer Schleife zugebunden, ich natürlich mit einem Magneten, wobei das ist mir erst im Nachhinein eingefallen, das sieht hier jetzt noch so ein bisschen aus, als wenn das nicht so soll. Das soll auch nicht so, das mache ich gleich ein bisschen anders. Also mit einem Magneten verschlossen und wenn man sie dann öffnet, hier kann man noch einen Spruch hinmachen, wenn man möchte. Das habe ich jetzt mal bewusst freigelassen, um das nicht zu sehr zu überfüllen. Man klappt die auf, das hier ist locker. Das hält sich aber so und hier stecken dann 3 Kärtchen drin, die man beschriften kann, die man bestempeln kann und ich habe hier bei dieser noch einen kleinen Mini-Umschlag gemacht. Wie der geht, zeige ich euch gleich und ich zeige euch mal, was ihr dazu braucht. Als erstes mal alle Maße findet ihr wie immer auf meiner Homepage, die da lautet www.die-papiertante-nf.de. Hier oben ist die Infokarte. Wenn ihr dort draufklickt, macht sich ein kleines Fenster auf. Wenn ihr da draufklickt, kommt ihr direkt zu diesem Projekt auf meiner Homepage. Könnt euch eben sämtliche Maße ausdrucken, stoppt das Video kurz und druckt euch das aus und bastelt dann einfach mit mir mit. Ich zeige euch mal, was wir brauchen. Das ist eine Menge Papier, kann ich euch sagen. Als erstes mal, ihr braucht ein DIN A4 Blatt. Ich habe jetzt Flüsterweiß genommen, weil mir das hierzu ganz gut passte. Ein DIN A4 Blatt Flüsterweiß, das müsst ihr ein wenig kürzen. Die Breite bleibt von DIN A4, es wird ein bisschen gekürzt. Den Streifen, den ihr dort abschneidet, bitte nicht wegschmeißen. Ein Stückchen davon werden wir noch weiter verarbeiten. So habt ihr hier wirklich nur ein ganz kleines Stückchen Verschnitt an einem DIN A4 Blatt. Das wird gefalzt, hier dreimal und hier einmal. Maße, wie gesagt, habt ihr. So, jetzt muss ich mal gucken. Dieses Stückchen hier, das ist der Streifen, der hier abgeschnitten ist, aber eben nur ein Teil davon. Das wird unsere Schließe. Dann haben wir, jetzt muss ich mal eben auseinanderteilen hier, insgesamt 6 gleich große Stückchen DSP. Ich habe mich jetzt mal gestürzt, weil ich das hier zu dem Stempelset einfach so passend fand, auf das Designpapier Blütenfantasie. Die Designpapiere aus dem Jahreshauptkatalog werden auch komplett das Sortiment verlassen. Zu finden sind sie ab Seite 188 auf dem oder in dem aktuellen Jahreshauptkatalog. Das Stempelset Perfekter Geburtstag ist übrigens zu finden auf der Seite 76 im Jahreshauptkatalog. 6 gleich große Stückchen. Ich habe einmal dieses Design, einmal dieses Design. Das nehme ich für innen, das nehme ich für außen. Dann habe ich dreimal ein
Stückchen Farbkarton in Weiß. Das sind die kleinen Einsteckkärtchen innen, die man bestempeln oder beschreiben kann. Dann habe ich nochmal drei Stückchen in etwas kleinerem DSP, im kleinerem Maß. Drei gleich große Stückchen, das ist für innen für die Taschen. Und ich habe ein Stückchen Designpapier im anderen Design genommen. Daraus mache ich den kleinen Mini-Umschlag. So, dann lege ich mir das nochmal eben kurz beiseite. Und das ist super, super einfach. Ihr werdet feststellen an den Maßen, dass ein Maß, wenn ihr das falzt, ist das bei 3,5 und 7 1/16. Eigentlich ist jedes Fach 3,5 breit. Die eine Falz wird etwas größer gemacht, damit diese äußere Klappe etwas kleiner wird, weil sonst kann man das ganz, ganz schlecht zusammenfalten. Ich falze übrigens relativ untypisch alle Falzen einmal vor und einmal zurück, also einmal nach rechts, einmal nach links. Das macht das Ganze ein klein wenig geschmeidiger, wenn ich das gleich zusammenbaue, in Anführungszeichen. So, und jetzt muss ich einmal gucken, wo meine schmale Seite ist. 3,5 und hier ist es 1/16 weniger. Die Klappe, die etwas kleiner ist, kommt an eure rechte Seite. So, jetzt ziehen wir das hier nochmal nach. Dann klappen wir das hier ein. Ziehen das nochmal nach. Klappen das hier rüber. Ziehen das nochmal nach. Und fertig ist die Laube. Und jetzt hat sich das hier ein kleines bisschen verschoben. Das möchte ich natürlich nicht. Besser. So, jetzt nehme ich mir mein Designpapier. Die drei habe ich mir überlegt, kommen hier innen rein. Die drei kleinen Stückchen kommen hier außen rauf. Jetzt klappe ich das mal eben zu. Eins hiervon kommt hier hin. Ich klappe es nochmal zu. Das passt jetzt natürlich nicht. Weil das hier rausguckt. Warum gucken das da raus? Das darf da eigentlich nicht rausgucken. Ah, ich muss das hier noch einmal nachschneiden. Das ist ja das kleine Stückchen. Oh, da habe ich natürlich nicht dran gedacht. Das stimmt. Diese Klappe ist ja 1/16 kleiner. Das heißt, die beiden Designpapierstücke, die hier drauf kommen, müssen ein kleines bisschen schmaler geschnitten werden. Da habe ich nicht dran gedacht. Die beiden schneide ich gleich nochmal etwas schmaler. So, dann kommt eins hier außen drauf und eins kommt auf die Rückseite. Und bevor ich das hier aufklebe, lege ich hier meinen Streifen zwischen. Den klebe ich als erstes auf und dann erst kommt das hier rauf. Das mache ich jetzt gleich im Schnelldurchlauf. Ich lasse euch mitlaufen. Vorher, bevor der Schnelldurchlauf startet, schneide ich das nochmal eben zu. Dann kommt das im Schnelldurchlauf und dann machen wir weiter. Dann starte ich mal den Schnelldurchlauf. Okay, einmal alles aufgeklebt, bis auf die Rückseite. Was ich, bevor ich weitermache, nochmal eben in die Hand nehme, ist, muss ich jetzt mal eben schauen, meine 2-Inch Kreisstanze. Und die untere Klappe, da setze ich mir die jetzt mittig und stanze so einen ganz kleinen Schnipsel aus. Einmal da. Da und ein letztes Mal hier.
das haben wir als erstes mal. Jetzt klebe ich mir mal eben kurz das Designpapier auf meine Schließe. So. Okay. Und jetzt mache ich das mal eben zu. Ich muss mal gucken, ich muss weit genug rüberkommen. Ja, das müsst ihr jetzt mal ausprobieren. Also ich lege mir das jetzt so hin, als erstes Mal, dass ich hier hinten über diese Kante komme. Weil das ist so der Knackpunkt, wo das sehr stramm ist. Das heißt, ich lege die Schließe so, dass ich mittig auf dieser Kante bin. Und dann lege ich mir das hier rum. Muss ich mal gucken, dass ich einigermaßen gerade bin. Das falte ich gleich nochmal eben nach. So. Ich möchte auf dieser Seite deutlich größere Stückchen haben. So, jetzt wird das hier angeklebt. Und auch da nehme ich wieder Tombow. So, jetzt muss ich mal gucken. Da ist die Kante. Okay. Ein bisschen festhalten. Und jetzt kann auch das letzte Stückchen Designpapier da drauf. Damit ich das auch wirklich gut verschließe, mache ich hier nochmal extra einmal ein ganz kleines bisschen raufgetüdelt an Tombow. Und, oh, da bin ich zu weit oben. So. Das ist das Schöne halt am Tombow, wenn man das drauflegt und sieht, oh, ein bisschen zu hoch, ein bisschen zu tief, ein bisschen zu rechts, ein bisschen zu weit links. Kann man dann mal eben schnell ein bisschen dran schieben. Hätte ich jetzt schnell genommen, hätte ich es wieder abreißen müssen, beziehungsweise mit meiner Zahnseidentechnik das machen müssen. So. Und jetzt ist das hier schön hinterlegt. Na? So, dann brauchen wir, das machen wir gleich. Jetzt stempeln wir erstmal. Das lege ich mal eben beiseite. Ich habe meine drei Kärtchen hier. Und habe mir genommen, weil es in dem Designpapier vorkommt, Marineblau, ich komme doch auf die Farbe gerade nicht, Marineblau und Calypso. Die beiden Farben habe ich hier. Und jetzt habe ich mir diverse Stempel rausgesucht. Also als erstes mal den hier. Heute feiern wir eine bedeutende Persönlichkeit. Aber bevor ich das mache, habe ich mir diese Kreuzchen, nee, Sternchen sind das eigentlich mehr, rausgesucht. Und die werde ich auch wieder in Calypso stempeln. Und ich lege mir das auf mein kariertes Papier, so dass ich schön im rechten Winkel bin. Nehme mir die Unterkante des Stempels und das lege ich an die Unterkante meines Papiers. Und jetzt habe ich beim ersten Stempel festgestellt, wenn ich der letzte Stern hier ist genau in der Mitte von einem Streifen des karierten Papiers. Das heißt, eben kurz mal was drunter legen an der Seite. Das heißt, beim nächsten Strich des karierten Papiers setze ich jetzt meinen Stern mittig an. Und dann passt das. Das mache ich auf beiden Seiten. Dann möchte ich auf eine der Karten den großen Stempel nehmen.
Nämlich heute feiern wir da eine bedeutende Persönlichkeit, dich. Und das setze ich mir hier jetzt mal schön mit dich rein, allerdings ein bisschen nach oben, weil sonst kann man das durch die Lasche von unten nicht mehr sehen. Und das möchte ich sehr gerne, dass man das noch sehen kann. Einmal das. Dann habe ich einen weiteren Stempel. Alles Gute zum Geburtstag. Den stempel ich quasi oben hin. Als Überschrift. Und da kann ich dann noch einen Text drunter schreiben. Und beim dritten, weil ich da nämlich den kleinen Mini-Umschlag drunter kleben möchte, gibt es da einen super tollen Stempelspruch zu. Das passt mir sehr, sehr gut für Geldgeschenke, nämlich gönn dir was. Das machen wir ein bisschen tiefer. So. Dann habe ich die drei schon erledigt. Fehlt mir jetzt noch, ich habe mir hier schon Reststück rausgesucht, der Spruch für vorne. Und dann nehme ich den, ups, dann nehme ich den großen zum Geburtstag nur das Allerbeste für dich. Und den stempel ich in, Night of Navy wollte ich gerade sagen, in Marineblau. Den stempel ich mir jetzt einmal auf so ein Reststück ab. So, da nehme ich meine 2¼-Stanze. Passt eigentlich die 2-Inch auch? Ich glaube, das ist zu klein, oder? Ja, das ist zu klein. Normalerweise, wenn ihr sie nicht habt, ihr könnt natürlich hierfür auch die lageweisen Kreise nehmen. Und dabei fällt mir ein, für den hier, den hinterlege ich gleich mit marineblauem Farbkarton. Und dann nehme ich mir einen Kreis aus der Stickerei. Ich hole mir den mal eben. Und zwar werde ich da den größten Kreis der Stickerei nehmen. Das stanze ich mir gleich noch mal eben aus. Das lege ich mal eben beiseite. Und wir machen noch mal eben ganz kurz den kleinen Mini-Umschlag. Total einfach auf meiner Homepage, auch das blende ich euch noch mal eben ein, findet ihr einen Envelope-Punchboard-Rechner, also einen Rechner für das Umschlag- und Falzbrett. Da könnt ihr sowohl Umschläge mitrechnen, so wie ihr sie haben möchtet, als auch Boxen. Kleiner Hinweis, wenn ihr dort die Maße in Inch eingibt, dann muss zwischen der vollen Zahl und dem Bruch ein Leerstrich sein, sonst klappt das nicht. Also zum Beispiel hierbei, das ist 4,5 mal 4,5, dann würdet ihr schreiben 4 Leerstrich 1 Schrägstrich halb. Und dann würde euch, also hierbei jetzt nicht, aber so würde man das eingeben. Ich habe eingegeben die Breite 3, glaube ich, und die Höhe mit 2, sodass ich dieses Maß rausbekommen habe. 4,5 mal 4,5. Und die erste Falz wird gemacht bei 2,5 Inch. Einmal runter. Und das ist alles, was ich brauche. Jetzt brauche ich nämlich nur noch, das ist dann immer bei 2 anlegen, beziehungsweise diese Nase auf den Strich, den ich schon gemacht habe, legen. Aber das ist, das sieht man hier aber echt schlecht. Da ist er. Da ist er. Das ist dann einmal bei 2,5 und einmal bei 2 wird es angelegt. Oder ihr nehmt halt die Striche. Wobei bei diesem Designpapier kann man das jetzt gerade echt schlecht sehen. So, ich falze das mal eben einmal nach. Und die großen Stückchen hiervon, die runde ich kurz ab. Das ist ja das Schöne. Hier ist ja gleich ein Eckenabrunder mit bei. So. Und dann kann ich den gleich schon mal eben kleben. Da kommt einfach hier
Ein bisschen Tombo ran, wenn da was rauskommt. Und hier runter auch. Das war's schon. Einmal zuklappen. So, und jetzt könnt ihr euch überlegen, ob ihr den dann, wenn der mit Geld befüllt ist, komplett verschließen wollt oder ob ihr vielleicht noch einen flachen Magneten dran machen wollt. Ganz eure Entscheidung. Ich stanze das jetzt nochmal eben aus und dann bauen wir den Rest zusammen. Ausgestanzt, jetzt fehlt uns nur noch der Zusammenbau. Und ein Magnet. Natürlich habe ich einen Magneten vergessen. Ich vergesse immer die Magnete. So, Magnet. Okay. Hier mache ich da Menschenhals drauf. Bei einem Kreis nehme ich eigentlich immer 3 Stück. Ups. So. Fuhr hier einmal ab. Mittig drauf. Und ich sehe gerade was. Ich glaube, ich nehme noch meine liebste Blüte hier draus. Ich will mal eben gucken, ob ich noch ein schönes Reststück habe. Oh, das ist hervorragend. Ich habe noch ein kleines Reststück von dem Designpapier. Mal eben gucken. Ne, das passte mir eben schon ganz gut. Stampfe ich jetzt einfach mal die aus. Und muss ich mir gerade mal die andere holen. Leider gibt es die nicht mehr. Die sind schon ausverkauft. Ich finde die total schön. Die werde ich auch nicht weggeben. Weil so kleine Blüten kann man echt immer gut gebraucht. Aber das haben sich halt viele andere auch gedacht und so sind die Mini-Stanzen vom Blütenfeuerwerk leider schon vergriffen. So, die bringe ich dann nämlich gleich noch eben mit drauf. Dazu brauche ich eine Prickelmatte, mein liebstes Werkzeug. Und muss ich nur noch entscheiden. Ich glaube, die eine werde ich flach kleben. Ja. So. Dann kommt erst die, die flach geklebt wird. Und da mache ich jetzt auch kein Bling-Bling oder sonst irgendwas drauf, weil die Blüten haben innen drin eine gelbe Mitte. Und da mache ich jetzt nicht noch zusätzlich Bling-Bling drauf. Das tut überhaupt nicht Not. Das ist so sehr, sehr schön. So. Das soll jetzt hier schön drauf. So in diesem Abstand. Das heißt, ich muss mir das nochmal eben angucken. Ja, ich möchte das schon mittig haben. Ich merke mir jetzt mal, bis wohin der Kreis geht und etwas davor werde ich das ganze Stückchen mit Tombow verzieren. Da kommt jetzt nämlich mein Kreis drauf. Jetzt muss ich nur gerade kommen. So, einen Moment festhalten, damit das eine Chance hat, sich zu verbinden.
Und hier ganz hinten, da bringe ich meinen Magneten an. Einmal die Seite. Einmal abziehen. Und jetzt möglichst gerade kommen. Komm her. So. Einmal nachdrücken. Und fertig. Jetzt fehlt mir noch innen die Kärtchen. Das kommt auf die Seite. Das brauchen wir gleich. Das kommt auf die Seite. Auf die Rückseite des Umschlags kommt jetzt noch Tombow. So. Und der kommt mit auf das Kärtchen. Ich setze das ein kleines bisschen höher. Dann sieht man den Umschlag nämlich noch hier durchlinsen. Oh, ich bin ein bisschen schief gekommen. Und nein, ich kann auch schieben. So. Ja, man sieht das hier noch, aber durch die Klappe wird die Umschlagklappe geschlossen. Das heißt, da ist dann noch zusätzlich so ein bisschen Schutz, wenn ihr den nicht zuschließen wollt, zukleben wollt, dass da nicht gleich die Kohle rausfällt. So, und fertig ist unsere Dreifach Pocket Card. Ich finde die Idee total klasse. Ich habe hier eine etwas kindliche Version. Das ist das Papier Jetzt wird's wild aus dem, nicht aus dem Frühjahr-Sommerkatalog, aus dem Jahreshauptkatalog. Und das ist Blütenfeuerwerk aus dem Frühjahr-Sommerkatalog. Ich hoffe, das Projekt gefällt euch gut. Ich finde solche Sachen immer total klasse. Man kann viel verstauen, viel an Schreiben, also persönliche Nachrichten, aber eben auch Geld oder Geschenkkarten oder was auch immer man möchte. Ich finde solche Karten total klasse. Ich hoffe, sie gefällt euch genauso gut wie mir. Maße habe ich euch gesagt, wo ihr was findet, habe ich euch gesagt. Ganz viel Spaß beim Nachbasteln, würde ich mal sagen. Bis dahin, bis morgen, hoffe ich, zum nächsten Video. Ciao, ciao!